Willkommen zurück an unserem römischen Schlammbad mitten im Wald in Echo. Ja, ich habe ja, haben wir letzte Folge gemacht hier. Ich habe dieses Gebäude, habe ich nochmal ein bisschen vergrößert. Einen nach vorne und drei nach hinten. Dafür musste ich leider ein bisschen Erde abtragen, damit das hier auch alles hinpasst mit den Säulen. Weil die Säulen haben mir nicht gefallen, es waren mir zu wenige. Und hier hinten sollten auch noch ein paar hin. Das machen wir auch gleich. Und außerdem habe ich mir auch noch was Schönes überlegt für da oben. Deswegen habe ich die Steine auch ein bisschen ausgetauscht. Das fangen wir auch gleich mal an. Was wollen wir zuerst machen? Erstmal vielleicht ein bisschen Erde. Haben wir noch Erde? Haben wir Erde auf dem LKW? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob da noch was übrig geblieben ist. Ich glaube nicht. Gut, dann wohl nicht. Schade eigentlich. Vielleicht können wir aus der Erde, die wir hier haben, noch irgendwas machen. Mal gucken. Müssen wir mal sehen. Vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Hier so vielleicht und dann so. Und guck mal, das reicht doch schon. Das ist doch schon ganz gut so. Das kann doch schon mal so sein. Kann doch nicht wahr sein. Das passt sogar. Ja, die Feuerschalen habe ich jetzt hier zwischengestellt. Auch ein bisschen schöner als vorne und hinten. Dann lieber seitlich. Nun, von da oben können die Römer auch hier gerne reinspringen, Körper. Aber bitte, naja, vielleicht auch nicht. Kann man sich schwere Verletzungen bei zuziehen. Wäre nicht so angenehm. So. Dann wollen wir mal ein paar Treppen mal bauen, ne? Ein paar Treppen dieser Welt, ganz klar, wieder. Treppen sind schon richtig gedreht. Nein, natürlich nicht. Jetzt schon. Zack und zack. Und da und hier auch noch. Hallo, hoch. Und so. Genau, und jetzt müssen wir eigentlich hier Erde buddeln. Jetzt können wir Erde rausbuddeln. Das ist schon mal sehr angenehm. Sollen wir die erstmal irgendwo hinschmeißen hier? Ach was, das ist nicht weit bis zum LKW. Da können wir tatsächlich hin und her rennen. Warum nicht? Können wir machen. So, wollen wir jetzt hier die Erde stampfen oder wollen wir da einen Weg draus machen, so einen vernünftigen Weg? Mein Schlammbad ist ja auch egal, ne, ob man da saubere Schuhe hat oder nicht. Eigentlich würde ein Stampfweg auch ganz gut sein, glaube ich. Das Problem ist, es sieht von der Seite nur immer ein bisschen schäbig aus, wenn hier irgendwas gestampft ist. Ja, naja. So. Hier vielleicht so. Wird das schon so... Das könnte schon so gehen, ne? Vielleicht. Ach nee, hier nicht. Ja, schade. Dann noch einen weiter nach hinten. So. Natürlich müssen wir wieder das Gekrösel hier durch. Ganz klar. Aber Natur vernichten. Warum nicht? Wenn das Greta sieht, die haut mir echt die Fresse ein. So. Hier müssen wir lang. Der muss bleiben. Also der hier. Ne? Der muss bleiben. Die beiden müssen weg. Also die beiden. Der dahinter natürlich auch. Hier, der... wo man jetzt so wunderbar drauf gucken kann. Also der hier. Und der auch. Vier. So, ja. Hier, Coop. So, so ist richtig. Und so auch, damit man hier auch ganz gut durchkommen kann. So und so. Und hier dachte ich vielleicht so ein kleines Glasgeländer vielleicht. Ne? Könnte man ja machen. Und hier, ich habe es nicht ausgemessen, aber ich hoffe, es passt. Es wäre schön, wenn es passt. Es wäre zu schön gewesen. Es passt natürlich wieder nicht. Wer sich wundert, was hier so komisch am Grunzen ist, ist mein Kater, der liegt auf meinem Schoß. Das bin nicht ich. Er schnarcht ein wenig. So. Jo. Jo. So vielleicht? Da kann man ja auch machen. Hört ihr das? Das ist doch voll süß, oder? Ach. So. Und so. Ist das so noch korrekt? Es ist noch alles richtig. Alles schön, alles klar. Ich könnte mal vielleicht noch zwei weitere Stühle noch herstellen. Also vier insgesamt für die Tische. Ich habe ja zufällig, rein zufällig habe ich schon ein paar hergestellt. Natürlich. Hallo? Natürlich. Weil ich bin gerne vorbereitet. Wenn auch selten, aber dafür immer gern. Ansonsten hätte ich mir das jetzt so vielleicht gedacht. So und hier so. Und dann noch hier noch einen. So. Ach so, hier kann ja gar keiner sitzen. Ja, dann ist gut. Und hier, der wäre, glaube ich, absturzgefährdet. Deswegen lassen wir den einfach sein. Dann brauchen wir keine Stühle. Das ist gut. Dann ist ja alles gut. So. Hier noch. Zack, zack. Und hier noch. Zack und zack. Und guck mal, das war's auch schon. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Ist ja wieder toll. Was interessieren mich die alten Römer? Die haben, also viele von denen haben sowieso bloß auf ihren fetten Senatorenarsch gesessen. So. Jetzt habt ihr das davon. Das habt ihr davon, wenn er mich fragt, nach meiner Meinung. So. Nein. Ist ja alles nicht so schlimm.
Warum habe ich zwei Türen dabei? Ich habe überlegt, ob ich hier oben nur eine Tür... Ach, hier können wir auch hoch. Ob hier oben eine Tür nur reinbastle oder zwei, weil wir haben hier keine richtige Mitte. Die einzige Mitte, die hier besteht, ist über den beiden Säulen. Das heißt, zwei könnte man machen, wenn man will. Und ich glaube, ich will auch. Schauen wir mal. So. Die Türen öffnen gerne nach außen, ne? Ja, 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 ja. Öffnen gerne nach außen, muss aber nicht unbedingt sein. Da wäre ungünstig. Das wäre ja mitten, das wäre mitten in den Ziegeln, ne? Ja, das ist, wow. Eine mächtig regendichte Tür. Das ist, nach außen, wollen wir nach außen? Ja, nach außen ist besser. Nach außen ist besser, wenn man sie tatsächlich hier hinsetzt. Das wird echt eng hier drin, ne? Ein bisschen schon. Hallo? So. Das heißt, da muss aber auch noch einer hin. Dann werden wir zumindest die Steine noch los, so ein bisschen, ne? So, einer. Und guck mal, hier ist noch einer. Und dann ist das auch dicht. Und der Rest, der kann eigentlich so offen bleiben. Das stört ja keinen. Ach, was habe ich noch dabei? Ja, ich habe noch was dabei. Jetzt muss ich erstmal die Steine aus der Hand legen, weil die irritieren mich sonst. Und zwar im Rucksack. Da habe ich nichts drin. Okay, dann habe ich sie im LKW. Ja, doof. Naja, hätte ja passen können. Dann dachte ich mal, dass wir ein paar Steine, ein bisschen Stein, nicht Erde da oben übrig haben werden, um da die Lücke aufzufüllen. Aber ja, von wegen. Kuchen boosten. Lagerplatz, so hier, gucke. Da und den und den und den und den. Ich habe einfach die Kerze aus der Pyramide rausgerissen. Warum? Weil sie mir dort nicht reinpassen. Deswegen habe ich sie rausgerissen. Und stattdessen habe ich eine Feuerschale noch reingesetzt. So. So, hier passt natürlich... Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Da war ja was. Kerzen kann man ja nicht auf den Tisch stellen, es sei denn, ist direkt ein Block daneben oder... Aha. Über den Stuhl kann man sie hängen. Ja, mächtig sinnvoll. Aber Moment, wenn das mit Stühlen klappt, wir haben ja... Haben wir nicht. Ach Mensch. Aber Kisten, wir haben Truhen dabei. Das müsste damit auch klappen, theoretisch zumindest. Versuchen wir mal unser Glück. Vielleicht klappt das ja. Und vor allem, wenn, wohin? Am besten am Ende, ne? So ein bisschen am Ende des Tisches vielleicht. Da, wo am wenigsten Brandgefahr herrscht, glaube ich, wäre ganz, ganz gut. Ja, von wegen. Ja, schön. Okay, dann auch mit Kisten klappt das nicht. Da müssen wir erstmal wieder Blöcke holen. Das ist ja wieder toll. Das ist ja. Wir können natürlich auch einfach auf Blöcke verzichten. Hier ein paar raushauen. Das können wir auch machen. Warum nicht? Können wir durchaus machen. Warum ist das hier schon wieder so kreuz und quer? Ich weiß nicht. Dann nehmen wir einfach... Ach Moment, die müssen sowieso ausgetauscht werden. Das ist doch ganz gut. Und wir brauchen eigentlich nur einen. So. Vielleicht klappt das ja jetzt. Ja, jetzt klappt's. Das ist super. Das ist echt fantastisch. Ich finde toll, wie man Echo immer schön verarschen kann. Aber gut, Echo verarscht mich ja auch dauernd, ne? Weil es mich hasst. Es hasst mich abgrundtief mit Leib und Seele. So, so, so. So und so. Und jetzt bauen wir den Kram wieder ein. Gleich mit den richtigen Formen. Guck mal. So war das ursprünglich gedacht und geplant. Und so sieht das auch wieder schick aus. So, jetzt können wir hier den Teig reinschmeißen. Ja, ich weiß, ich habe gerade ein bisschen wenig Talg dabei, aber, ja. Aber, naja, ist auch egal. Zwei Tage. Aber die müssen ja nicht brennen. Oh, okay, das ist jetzt so nicht geplant gewesen. Eigentlich ist der Weg ganz nett hier. Aber ich glaube, ich möchte ihn doch wieder aus Stein haben. Hier müssen wir lang. Ja. Power und I've got the power. Talg und Öl. Wir können auch Öl reinschmeißen. Ich glaube, Öl ist ein bisschen weniger verbrauchsstark als Talg. Wir haben ja ein paar Flaschen. Noctura hat mich nicht umsonst danach gefragt. Ausschalten. Auch ein schönes Licht bringt das hier, ne? Ich finde es sehr angenehm. So, dann ist hier eine geheime Pinte drin hier oben. So eine römische Bademeisterpinte. Weiß was ich, keine Ahnung, was ich hier gerade von mir gebe, aber wahrscheinlich gab es sowas vielleicht, eventuell. Ich meine, die Römer haben bestimmt ihren Vino bestimmt auch ganz gerne beim Baden getrunken. Könnte ich mir vorstellen. Gegessen, aber nur Obst. Weiß ich nicht.
keine Ahnung, ich war ja nicht live dabei, deswegen kann ich mir dazu gar kein Urteil erlauben. Und ich wünschte, ich könnte es. Aber vielleicht ganz gut, dass ich nicht dabei war. Ich muss nochmal gucken. Sieht das jetzt gut aus mit dem Stampfweg oder eher nicht so? Aber wie soll man sonst eine Brücke auch noch herkriegen? Na, die Brücke würden wir hier mit einer Stufe hinkriegen. Hier vielleicht noch eine Stufe rein. Vielleicht hier die Blöcke noch austauschen. Weiß ich noch nicht. Können wir gleich mal versuchen, wie das aussieht. Ich glaube, den Stampfweg lassen wir, so wie er ist. Aber trotzdem brauchen wir Erde. Und da müssen wir erstmal auch wieder ohne Anlass. Das ist schön. Ach Mensch, man kann den doch nicht mal drehen auf der schmalen Straße. Aber wenden in drei Zügen. Ja. Das sind sehr kurze Züge hier in Echo. Wollte ich hier nicht ursprünglich weitermachen? Kann sein, kann nicht sein, wer weiß. So, dann mal wieder zurück zum Badehaus. Vorsicht, Wildwechsel. Schade, dass es solche Schilder hier nicht gibt. Naja. So, ein wenig habe ich die Umgebung doch verändern müssen, weil sonst hätten man da so auf so einen blanken Basalt da drauf gehockt, wo die Feuerschale da steht, wo wir gerade drauf gucken. Deswegen ändert sich die Erde da auch bald. Also wäre schön, wenn sie sich noch ändern würde. Aber ich weiß nicht, ob sie sich noch ändert. So, reicht das schon? Fragezeichen? Ich glaube ja. Ansonsten müssen wir hier auch noch zumachen. Wäre das denn so schlimm? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, man möchte schon sehen, wenn hier die Leute hier hochgehen. Auch vom Badeparadies da unten aus. Ich glaube, es wäre ganz schön, wenn das so klappen würde, glaube ich. Müssen wir mal gucken. Ja, die Muse hat mir heute Nacht irgendwie in den Arsch getreten. Deswegen habe ich gerade so wahnsinnig tolle Ideen. Obwohl, das habe ich gestern mir schon gedacht, hier oben was reinzubauen. Das habe ich auch gesagt. Das umzubauen habe ich mir gestern auch schon gedacht. Aber heute habe ich es erst gemacht. Deswegen, Steine. Ja, wow. Ich war gerade am LKW. Huh. 7. Hier. Und da kommt dann Treppe rauf, ne? Eine Treppe. Ich hoffe, das wird alles so gut aussehen. Ich weiß es gerade nicht. Wäre aber schön, wenn es gut aussieht. Ich mag es nicht, wenn es hässlich wird. Aber wird es ja meistens. Irgendwie, weil man muss ja immer irgendwelche Kompromisse eingehen, das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Was ich auch nicht gerne mache. Aber gut. Die Muse wird mir schon helfen. Die Muse. Stufen. Hier, das kommt raus. Stufen. Ja, und schon sieht das furchtbar aus. Es ist ja wieder furchtbar. Es ist ja wieder schlimm. Aber wie soll man es denn sonst machen? Anders geht es nun mal nicht. Ja, es ist wieder Echo. Spielekompromisse. Ah, Mensch. So, dann hat man hier so einen Weg hoch. Mit ziemlich hässlichen Schindeln hier auch noch an der Seite. Das ist ja wieder furchtbar. Ach Mann, nicht gut. Und wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen weiter vorzieht, dass man hier schon auf der Höhe ist, was ist denn dann? Was wäre denn dann? Was wäre denn dann? Säule. Nein, Säule ist falsch. Ruf. Der Ruf, der ist richtig. Dann müssen wir die auch wieder austauschen, damit sich auch die Blöcke wieder ein bisschen anpassen. Und jetzt Treppen. Stufen. Treppenstufen. So. Und ach, guck einer an. Aha. Also das funktioniert. Und wenn man jetzt diese austauscht gegen die normalen Kuben, geht das dann auch noch? Dann geht's nicht mehr. Okay, aber der würde, glaube ich, gehen. Der würde funktionieren, denke ich. Und der hier vielleicht... Ne, eher nicht. Schade. Okay, na gut, dann bleibt das so. Was? Mach hier doch mal den richtigen Mann. Dankeschön. So, so ist das, glaube ich, ganz gut. Dass das hier so ist, das ist gerade nicht so gut. Stufen. Ist zwar ein bisschen sehr weiträumig jetzt hier rausgezogen, aber naja, gut. Das ist halt manchmal so. Den setzen wir noch und den setzen wir noch und dann ist das auch gut. Dann ist hier auch wieder so eine schöne Ecke. Das ist wieder fantastisch. Aber sonst ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht gemacht jetzt.
Jetzt brauchen wir noch Scheiben. Fensterglasscheiben möglichst. Den Weg, den können wir auch ein bisschen weiter noch rausziehen. Ne? So ist es ja nicht. Den müssen wir hier nicht unbedingt so dichte am Dach vorbeiführen. Ich glaube, das machen wir auch nicht. Das ist mir, glaube ich, lieber. Wenn er so ein bisschen... Ja, wenn die Römer so ein bisschen mehr Luft haben. Luft war denn ja äußerst wichtig. Luft und Wasser, meistens fließend. So, das kommt raus, das kommt raus. Das kommt wieder rein. So, zack, 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 zack. So, genau. Ja gut, den hätte ich gestampft lassen können. Das, naja, egal. So, hier jetzt vielleicht? Oder noch einen? Wir können eigentlich noch einen machen. Können wir hier hinten lang. Und dann ist das auch gleich alles schick. So, guck mal. Und so schon ist das schön. So, alles schön. Mit dem Gekrösel, da können sich die Römer noch ein bisschen die Beine aufschlitzen. Warum nicht? Waren ja auch ganz gut im Schlitzen. So, und dann haben wir hier auch schon alles fertig, glaube ich. Ob das so bleibt? Mit den Erdblöcken möchte ich das nicht so gerne so lassen. Da ist immer so ein furchtbarer Hohlraum zwischen. Ich glaube, wir machen mal kleinere Ausbesserungsarbeiten hier an der Treppe. So, das sieht man dann, glaube ich, dann nicht dahinter. Das heißt, 5 Blöcke und da oben, der kann ja eigentlich so bleiben. Der stört mich gar nicht. Komisch. 5 Blöcke. Also 5 brauchen wir nochmal. Kurz 5 Kalkstein-Ziegelblöcke. Aber hey, dann ist das Gebäude hier übrigens auch fertig, ne? Bis auf die Kohle, aber die kann ich ja zwischen den Folgen noch reinschmeißen. So. Und dann wollen wir mal. Los, gib ihm. Marc, gib ihm. Gib ihm Saurus. Gib ihm alles. So, guck mal. Und schon sieht das, ja, schon sieht das ordentlich aus. Das gefällt mir viel, viel besser als vorher. Da ist ja nichts drunter. Da kann man auch gar nicht hintergucken. Das ist super. Das ist, doch, das gefällt mir. Schön. Hier oben vielleicht noch ein bisschen Licht, aber das brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Die können auch mal ein bisschen im Dunkeln latschen, die Römer. Von daher, warum denn nicht? Ja, cool. Ach so, ich habe noch was Wichtiges vergessen. Säulen, Mensch. Das Wichtigste habe ich noch vergessen, was ich noch setzen wollte. Nämlich die Säulen, die ganz wichtigen. Wir nehmen ein paar mehr mit, vorsichtshalber. Ja, Mensch. Jetzt haben wir zwar eine Folge damit verbraucht, die das Bad hier umzubauen, aber dafür ist es schick und wenigstens auch fertig. Hier könnte man und hier könnte man. Ich weiß nicht, gibt es hier eine Mitte? Gibt es hier eine Mitte? Gibt es hier eine Mitte? Ja, hier gibt es eine Mitte. Das ist schon mal ganz gut. Also hier und da. Da und da vielleicht noch. Könnte man hier und da. Und hier geht man dann so einfach so raus. Einen gestampften. Ah, ein Stampfepfad. Na sicher. Ja. Doch, das wird schön. Das ist schon... Das gefällt mir jetzt schon. Nur nicht, wenn ich unbedingt... wenn ich falsch die Säulen setze. Das wäre alles nicht so optimal. So. So. Jawohl. Oh, jetzt sieht es mal richtig römisch aus. Ne? Ja, so gefällt mir das. Also Marki merken, für alle anderen Gebäude, wo Säulen dran sind in Rom, da sollte man dann auch ungerade Kantenlängen nehmen. Das habe ich mir, glaube ich, schon mal irgendwann einbringen wollen. Habe es natürlich wieder nicht gemacht. Hier ist Mitte, ne? Ja, hier ist die Mitte. Dann stampfen wir hier mal den Weg. Hier. Ja. Und hier? Ja, super. Das ist doch schön. Hier brauchen wir keine Wege stampfen. Hier ist alles natürlich. Hier bleibt auch alles schon schön natürlich, wie es ist. Und dann ist das auch alles herrlich. Ach, schön. Dann kann es hier auch nachwachsen. Und kann es überall nachwachsen, wo noch was wachsen möchte. Aber ich glaube, hier unten drunter wird wohl nichts mehr nachwachsen, weil hier keine Sonne hinscheint. Aber gut. Und von hier unten sieht man schon die Tische. Das ist alles schön. Alles schick. Schön. Super. Freut mich. Ja, dann ist das schon mal fertig geworden. Das ist doch die Hauptsache. Und nächste Folge würde ich sagen, kümmern wir uns mal um diese andere Rampe nach unten in die Senke, so heißen in das Taldorf.
da, wo das eigentlich Rom dann Rom, das römische Dorf dann entsteht, hier können wir auch schon ein paar Häuser noch hinbauen. Und hier vielleicht, aber ich glaube eher nicht, weil die müssten auch mit Wegen versorgt. Obwohl, warum nicht? Können wir auch hier mit, hier können wir auch hier anschließen. Ja, warum nicht? Können wir machen. Gut, also ich sage erstmal bis zur nächsten Folge. Ich überlege mir was wir als nächstes machen, aber auf jeden Fall mit dem römischen Dorf weiter oder auch die Straßen dafür müssen wir auch machen. Tut mir leid, aber auch die müssen gemacht werden. Deshalb tut mir das gar nicht leid. So, und ja, gut, also bis zur nächsten Folge. Ich überlege mir was und bis dahin gehabt euch wohl.